Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Wizard 101. So, ich habe in der letzten Folge ja eine Nachricht von Ambrose bekommen und von Diego. Da will ich erstmal gerne mit euch hin, bevor wir in Krokotopia weitermachen. Ja, guck mal, da steht da. Du kommst zur rechten Zeit. Ich muss dich wieder um deine Hilfe bitten. Na, kein Problem. Wie du weißt, gibt es auf der Spirale viele Welten. Wizard City ist eine. Und du kennst bestimmt noch andere. Krokotopia? Eine dieser Welten ist Grizzleheim. Ah! Eine kalte Welt immerwährenden Winters, bewohnt von mächtigen Kriegern. Der Weltenbaum von Grizzleheim war einst mit dem Rest der Spirale verbunden. Aber der Kontakt ist abgebrochen. Wir nahmen an, er wäre zerstört worden. Rindenbart sagte mir, dass das Portal nach Grizzleheim nun geöffnet sei und Reisen wieder möglich seien. Genau zur rechten Zeit. Bei allem, was geschieht, sind Freunde wichtiger denn je. Geh nach Grizzleheim und suche dort unter den grimmigen Kriegern nach Verbündeten. Du solltest mit ihrem König sprechen. Nehme ich natürlich gerne an. Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich da überhaupt reinkomme. Das ist nämlich hier mein zweiter Account, den ich geholt habe. Mit dem ich eine Mail bekommen hatte, um das dann hier zu transferieren sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit dem Account machen kann, weil man muss ja für die Welten ja eigentlich bezahlen. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern ich das schon getan hatte früher. So, Grizzleheim. Wir gehen einfach mal kurz gucken. Ah, sieht gut aus. Okay, wunderbar. Wir gehen wieder zurück. Und gehen nochmal nach Wizard City. Und wir gehen erstmal zu Diego. Ja? Ich glaube, da können wir ein bisschen was lernen. So. Einmal zu Diego, der ist am Einhornweg. Den sehe ich auch ständig. Sag mal, verfolgst du mich, Jacqueline Blaulicht? Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Muss ich mir merken, wenn ich wieder sehe irgendwann. So, guck mal, Diego hat nämlich auch wieder etwas. Schwer zu widerstehen. Hola, mein Freund. Ich kann dir ein paar neue Tricks beibringen. Gehe einfach durch das Tor, wenn du bereit bist. Bin ich. Wir lernen wieder zaubern. Willkommen in der Kampfarena. Du möchtest mehr über die Kunst des Kämpfens lernen, richtig? Richtig. Brillant. Nähere dich nun dem Sonnenvogel, damit wir mit deiner Lektion beginnen können. Oh, jetzt redet er nicht mehr. Wir lernen jetzt ein bisschen weitere Zauber kennen, ja, wie wir was anwenden können. Das ist immer sehr, sehr lehrreich. Solltet ihr auf jeden Fall auch mitmachen, solltet ihr dieses Spiel auch spielen. Zum ersten Mal, meinetwegen. Die Schule eines Monsters wird neben seinem Namen angezeigt. Dieser feurige Vogel gehört ganz offensichtlich der Feuerschule an. Wenn du einen Zauber wirkst, der der gleichen Schule angehört wie das Monster, so macht er weniger Schaden. Das nennt man Widerstand. Greife den Sonnenvogel mit der Feuerkatze an und beobachte, was passiert. Okay, das kennen wir schon alle bereits, ne? Benutze ich die Karte auf einen Sonnenvogel, der auch von der Feuerschule ist, dann widersteht er natürlich. Hast du gesehen, wie der Sonnenvogel dem Zauber widerstanden hat? Normalerweise gilt, je stärker ein Monster ist, desto besser kann es zaubern, seiner eigenen Schule widerstehen. Daher solltest du ein Prisma benutzen, bevor du auf ein Monster einen Zauber seiner eigenen Schule sprichst. Ein Prisma wandelt den Schaden in sein magisches Gegenteil um. Feuerschaden wird zu Eisschaden, Lebensschaden zu Todesschaden, Mythosschaden zu Sturmschaden. Genau, oder halt jedenfalls umgekehrt, ne? Sturmschaden zu Mythosschaden und so weiter. Zur Balance gibt es kein Gegenstück und deshalb auch kein Prisma. Lass uns das Prisma in Aktion betrachten. Zaubere dieses Feuerprisma. Okay, das ist jetzt das Prisma von der Schule. Das macht Feuer zu Eis.
Jetzt zaubere noch einmal die Feuerkatze und du wirst sehen, dass sich der Feuerschaden in Eisschaden verwandelt. Wenn die Karte nicht verpatzt. Die meisten Monster werden von Schadenszaubern der ihnen entgegengesetzten Schule besonders hart getroffen. Hast du bemerkt, dass deine Feuerkatze mehr Schaden gemacht hat als sonst? Hervorragend! Ja, um die 151, glaube ich, waren das gerade, ne? Wenden wir uns nun den globalen Zaubern zu. Sie beeinflussen sowohl deine Mitkämpfer als auch deine Gegner und wirken so lange, bis ein anderer globaler Zauber gesprochen wird. Zaubere jetzt Wühltfeuer. Okay, das ist ein globaler Zauber, hat er ja gerade gesagt. Sehr nice, dieser Ring. Wühltfeuer verstärkt alle Feuerzauber während des Duells um 25%. Spricht irgendjemand einen anderen Globalzauber, wird Wühltfeuer durch diesen ersetzt. Ah ja, okay. Wirke den Sturmzauber Dunkelwind und sieh dir an, was passiert. Genau, das ist jetzt ein Zauber, den ich hätte oder sogar schon. Nee, den habe ich noch gar nicht, ne? Hab ich den schon? Ist jedenfalls ein Sturmzauber. Nun ist Dunkelwind der aktive globale Zauber und Wühltfeuer ist verschwunden. Genau. Zum Schluss möchte ich dich noch auf den Betäubungseffekt aufmerksam machen, den einige Zauber haben. Wenn du betäubt wurdest, kannst du keine Zauber wirken. Ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Als kleine Entschädigung erhältst du für diese Zeit einen Betäubungsschild, der dich vor weiteren Betäubungszaubern schützt. Okay. Wirst du während eines Spieler-gegen-Spieler-Kampfes betäubt, bekommst du sogar mehrere Betäubungsschilde, für jeden deiner Gegner einen. Aha. Lass uns nun beobachten, was passiert, wenn du betäubt wurdest. Aber versuche einmal, den Frostkäfer auf den Sonnenvogel zu zaubern. Gut, ich habe jetzt kein Schild, keine Ahnung. Ach, da ist es jetzt. Der Sonnenvogel hat dich betäubt und du kannst in dieser Runde keine Zauber wirken. Versuche, den Frostkäfer noch einmal zu zaubern. Das wird nicht funktionieren. Ja. Böse Falle. Da du betäubt warst, konntest du den Zauber nicht wirken. Jetzt, da du nicht mehr betäubt bist, kannst du es noch einmal versuchen. Okay, ich habe das Schild jetzt zwar hier noch drauf. Wartet mal. Global. Okay. Exzellent! Du hast ihn besiegt und deine Lektion damit abgeschlossen. Sehr gut. Okay, und da bin ich wieder draußen. Schwer zu widerstehen. Ja, alles klar. Vielen Dank, Diego, für die Lehrstunde. Hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Und so, 200 noch was Meter. Okay. Ach Mist, ich habe mich heute auch um meine Pflanze nicht gekümmert. Hier im Spiel. So, mein Freund, ich gehe mal hier rein. Ich hoffe, das ist jetzt kein Dungeon oder so. 211 Meter. Ach, das kriegen wir schon alles hin irgendwie. Kann ja nicht so schwer sein hier. Ach, schaut mal. Ein bisschen Quader. Dankeschön. Und das auch zweimal gleich bekommen. Super. Und ich kann ja noch meine Ringe herstellen, glaube ich. Komm, den will ich auch noch haben. Zutaten sind wichtig, um Dinge herstellen zu können. Pergament. Oh, zweimal sogar gleich. Ach, hier muss ich ja auch hin. Ha. Du findest die Kammer der Verzauberten. Okay. Ach so, das war's schon. Jetzt darf ich hier wieder zurück, oder was? Okay. Alles klar. Jetzt soll ich mit dem Assistent Dent vordrehen.
Ah, ich vermute mal, ich muss da gleich kämpfen. Da ist noch Erz. Nehmen wir natürlich alles mit. Nee, da komme ich bestimmt nicht durch. So, Assistent Delnfrot. Du hast die Kammer schon gefunden. Aus dir könnte noch ein großartiger Archäologe werden. Das ist ein wichtiger Fund für die Manda. Du solltest es gleich Hedge erzählen. Okay, Hedge. Wer war Hedge nochmal? Ach, in der Oase. Ja gut, dann gehen wir mal hin. So, Hedge. Wo warst du nochmal? Ach, du bist Hedge. Ah. Du hast die Kammer der Verzauberten gefunden? Ich dachte, es wäre nur ein Mythos. Ich bin froh, dass du dich um die Übersetzung der Schriftrolle gekümmert hast. Ich hörte, dass die Seelen der verzauberten Manda hier festgehalten werden. Vielleicht ist es ja nur ein Mythos. Aber könntest du mal nachsehen? Ja, ist in Ordnung. So, okay. Ich wollte eigentlich auch nur mit euch die Hauptquests machen, ne? Ich komme wieder eigentlich davon total ab hier. Das wäre das hier. Schule. Ach, das ist die Hauptquest dann. Ah! Okay, gut, wollen wir aber trotzdem nochmal die Kammer des Feuers versuchen? Komm, das machen wir mal. Und dann geht's in der nächsten Folge gleich weiter mit der Hauptquest. Die Nebenquests kann ich ja nebenbei irgendwie machen. Dient eigentlich auch nur dazu, dass man ein bisschen besser hochlevelt, weil man nämlich in bestimmte Gebiete auch nur mit einer bestimmten Stufe betreten kann. So. Nee, da lang muss ich, ne? So, wir probieren's mal. Ich meine, ich habe bisher alle Endbosse ja so weit hinbekommen, bis auf in der Krabbengasse, dass mir auch immer noch sehr leid tut, dass ihr die Folgen nicht sehen könnt. Und ich kann es leider auch nicht mehr wiederholen, glaube ich. Weil erledigt ist erledigt. So leid es mir tut. So. Soll ich hier mal sicherheitshalber so eine Position markieren? Falls ich es nicht schaffe. Bitte bewahre uns vor ewiger Sklaverei. Selbst im Tod werden wir gezwungen, unserem Meister zu dienen. Rette uns vor dem Seelenwahrer. Ach Gottchen. Jetzt läuft er weg. Guck mal, jetzt ist er weg. Ach Gott. Die armen kleinen Eismander. Ihr seid doch Eis, ne? Ja. Okay, hier ist wieder zu. Das heißt, ich habe hier bestimmt wieder eine Menge Rätsel. Ach du Scheiße, hier habe ich gar nicht mein Reittier. Na, denkst du wirklich, du kannst hierher kommen und mir meine Manda nehmen? Ach du Scheiße, hat er... Sie sind mein bis in alle Ewigkeit. Hat er drei Gehilfen? Oh, fuck. Er hat drei Gehilfen, ach du Scheiße. Ich sehe schon, ich habe hier gleich auch mein Gehilfe. Oha, das wird nicht witzig, glaube ich. Ja, klar, schützt euch doch nur, ihr Tippen. Noch ein Pip muss ich abwarten, okay. Ja, komm, einmal hierauf. Ich brauche meinen Gehilfen, glaube ich. Miau. Miauzt du wie eine Katze, ist aber ein Frosch. Auch nicht schlecht. Was machst du denn da? Oh nein. Unfair.
Okay, Gehilfe, helf mir. So, der sticht jetzt auch garantiert wieder an zum ersten Mal oder beim ersten Mal. Haustier, bitte Heilung. Ah. Ich mach mal den da. Scheiße. Oh Scheiße, der hat 4 Pips hier schon. Der Boss. Und der greift mich an. Oh fuck. Lecco mio. Ich brauche eine Fee. Ey, die machen mich fertig. Okay, das ist bitter. Und ich kriege keine Fee, ne? Oh, 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 oh. Na, das schaffe ich sowieso nicht. Und tot. Oh mein Gott, übel. Achso, ich glaube, mein Gehilfe kämpft jetzt, oder? Ah, ich glaube, die machen den schon platt. Ja. Alles klar. Verdammt. Na, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Da muss ich da auf jeden Fall nochmal ein andermal hin. Vielleicht auch mit Hilfe. Tadadadam. Gebiet Kauf für 3500 Kronen. Oder Mitgliedschaft. Okay, ich habe mir jetzt das Gebiet freigekauft. Ich habe jetzt keine Mitgliedschaft gemacht. Solange ich es jetzt noch freikaufe, ist es alles in Ordnung. Dann ist es für immer meins. Mal gucken, ob ich nicht eines Tages doch die Mitgliedschaft mache. Ich überlege noch. Würde 7,99 Euro kosten, glaube ich, war das. So, jetzt umrunden wir hier einmal die Insel. Boah, seht ihr, jetzt ist es mein Nachteil eben, dass ich meinen Hauptaccount nicht aktualisiert habe, beziehungsweise nicht konnte, weil ich keine E-Mail gekriegt habe. Ich glaube, ich habe die auch gar nicht mehr, die E-Mail-Adresse. So, was haben wir denn hier eigentlich? Hallo? Ah, okay, bei dir kann man... schicke Stiefel und so kaufen. Okay. Bist der Möbelhändler? Ah, okay. Alles klar. Du bist einfach nur ein... Ah, hier gibt es Häuser. Wartet mal. Wir gehen mal hin. Was? Oasenlager und Wüstenvilla? Okay. Nee, doch, Wüstenvilla. Okay, cool. Also in jedem Gebiet scheint es andere Häuser zu geben. Scheint es andere Häuser zu geben. Gut. Sonst ist hier nichts weiter, ne? Jetzt muss ich hier nur runter. Oh, wartet mal, da ist ein Baum. Ausbildung. Oh, Elementarfalle. Das ist nice. Hol ich mir. Sehr nice.
Und das andere, also dieses hier, Elementarklinge, die hole ich mir natürlich auch. Das sind ganz, ganz gute Zauber. Jetzt sollte ich die aber auch in mein Zauberbuch reinmachen, ne? Das sind Mythoszauber. Also was nehme ich denn da raus? Was nehme ich denn da raus? Ja, ich glaube, die könnte ich hier rausmachen, weil ich jetzt nicht glaube, dass ich hier irgendwelche Untote habe. So, gehen wir rein. Die Kunst der Balance besteht darin, Harmonie und Gleichgewicht in den Dingen zu finden. Sie vereint die Energien all der anderen Schulen und fügt die Fragmente zu einer noch größeren Macht zusammen. Stell dir ein Feuer vor, dem du Luft zufächelst, um es anzuheizen. Wenn es heiß genug ist, verdampfst du damit Wasser und treibst so eine Maschine an. Auf die gleiche Weise nutzen Hexer die Mächte der anderen Schulen. Das Studium der Balance ist zeitintensiv, aber die Macht, die darin schlummert, ist unermesslich. Der Edelstein dieser Schule ist der Zitrin. Die Farben der Schule sind Ocker und Kastanienbraun. Sehr interessant. Was liegt denn da? Ach so. Hi. Sprich mit Alhazred. Okay. Ich grüße dich. Willkommen, Fremder. Ich bin Professor Alhazred. Wenn du den Orden des Reißzahns suchst, so hast du ihn gefunden. Was führt dich her? Du erzählst Professor Alhazred von deiner Suche nach Melister. Ich habe Melister nicht gesehen, aber ich weiß, warum er uns sucht. Vor langer Zeit schrieben wir das Krokonomikon. Die darin enthaltene Macht in den falschen Händen könnte in einer Katastrophe enden. Bevor ich mehr sage, musst du dir das Vertrauen des Ordens verdienen. Bitte geh zur Krokosphinx. Suche nach Schalek dem Weisen und höre auf seine Worte. Okay, ich habe eine Flagge bekommen. Nette Schule. Das ist im Übrigen die Schule von Mythos. Wartet mal, kann ich? Genau, Ausbildung. Genau, das ist die Mythos-Schule. Guck mal, das sind deren Zauber. Nicht schlecht. So, hi. Sei gegrüßt. Der Professor möchte dich also testen. Wir sind diejenigen, die auf die Probe gestellt werden. Wir haben den Tutz den Schlaf gebracht, aber unsere Taten wurden zunichte gemacht. Sie werden versuchen, alle zu versklaven. Wir müssen den Orden des Reißzahns wieder vereinen. Wir haben in den Mandern starke Verbündete. Doch sie haben es nicht leicht. Hilf uns und verdiene dir unser Vertrauen. Wo Alhazred und ich während des großen Schlafs wach blieben, gelang dies anderen Mitgliedern des Ordens des Reißzahns nicht. Wenn du wirklich helfen willst, suche sie jetzt. Als ich General Kaba das letzte Mal sah, hielt unser verehrter militärischer Anführer die Tutz auf, damit wir den Schlafzauber wirken konnten. Ich hoffe nur, sein Mut hat ihm nicht allzu viel Leid beschert. Suche den Mandarami in der Halle der Meister. Rami kann dir helfen, Kaba zu finden. Ich wollte noch mal kurz erwähnen, man kann in der Hauptquest nicht auswählen, ob man das annimmt oder ablehnt. Das geht nur bei den Nebenquesten. Ja, da kann man auch ablehnen. Aber bei der Hauptquest kann man immer nur annehmen. Gut. Hi. Hoffentlich bist du hier, um uns zu helfen. Hier wimmelt es nur so von Tutz. Du bist nicht der Einzige, der nach General Kaba sucht. Die Tutz sind auf der Suche nach dem Orden des Reißzahns. Und ich fürchte, wir könnten entdeckt werden. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie den General finden. Sicher kann ein mächtiger Zauberer wie du ihre Gehilfen, die Sphinx Sogvi, ausschalten, oder? Ja, machen wir.
kriegen wir hin. Achso, ihr seid es schon, ne? Ja, ja, ihr seid das. Okay, los geht's. So, da kommt auch schon der zweite. Ihr seid Eis, ne? Dann ist doch Feuer das Beste überhaupt. Die Gegenschule. Na toll, jetzt hat er sich ein Schutzschild gemacht von minus 80%. Das ist nicht nett. Es kostet mich allerdings auch einen Tipp, die zu setzen, aber hey. Verpatzt. Dummchen. Machen wir mal den anderen. Na? Ist er? Nee, er lebt noch. Ach du meine Güte. Oh, ich hasse diesen Frostmann hier. Was ist eigentlich mit meinem Haustier los? Der guckt nur dumm aus die Wäsche und das war's. So, jetzt nur noch wir weiter, mein Freund. Oh nein. Ich hab's irgendwie wieder gewusst, dass mein Zauber verpatzt. Das gibt's doch nicht. Oh-oh. So, jetzt aber. Komm. So, Gamma will irgendwas? Oh, Set-Bonus verfügbar. 58 plus einmal Angriffsschaden. Okay. Krotopia-Set. Oh, this piece of gear is part of a set. Equip multiple pieces of the same set to gain special bonuses. Uhu, diese Ausrüstung, nee, dieses Ausrüstungsteil gehört zu einem Set. Erhalte besondere Boni, indem du mehr Teile des Sets ausrüstest. Okay. Alles klar, aber ich brauche jetzt erstmal Leben. Gut, auf ein neues. Na, sag mal, was war das denn jetzt? Da ist mein Eisschutzschild schon wieder dahin. Gut. Ja.
Machen wir mal erstmal den anderen, den linken. Perfekt. Sehr gut. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag ist er weg. Und... Ach, das war jetzt wieder so ein... Ja, komm, dann mache ich mal den hier. Ja, komm, dann mache ich jetzt einen Kobold. Ist egal, der hat minus 80 Schild, aber ist egal. Okay, ist sowieso egal, ich habe verpatzt. Du auch. Sehr gut. So, Haichen. Gib dein Bestes. Oder auch nicht. Meine Güte. So, nochmal. So, ich hab's gefunden. Immerhin. Habe ich jetzt noch ein Z-Dingens gefunden? Tatsächlich. General Kaba ist also in Sicherheit. Fürs Erste. Bisher konntest du die großen Erwartungen des Ordens des Reißzahns erfüllen. Du scheinst wirklich ein großartiger und mächtiger Zauberer zu sein. Oh, danke. General Kaba wird nur mit jemandem sprechen, der das Siegel des Reißzahns trägt. Zu unserem Entsetzen hat es der böse Tut-Neckbett vor dem großen Schlaf an sich gerissen. Wir müssen es zurückbekommen, bevor er den General überlistet und dieser sich noch selbst verrät. Mal sehen. Ob du Neckbett in seiner Kammer bezwingen kannst? Na, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Jetzt können wir. Verabschiede dich von deinem Selbstvertrauen. Und erkenne, wie klein du bist. Okay. Kriegen wir hin, oder? Kann ja nicht so schwer sein hier. Okay, also. Die sind beide Eis. Dann kann ich die Mythos-Dingens hier mal wegmachen. Und dann nehme ich mir mal hier so ein Klingen. So eine Klinge für mich. Ach, die machen immer diese minus 80% Schilder. Die sind so feige. Autsch. So, komm schon. Aber mein Haustier macht auch keine Anstalten mehr, ne? Ist unfassbar. So, den habe ich schon mal ein bisschen angekratzt. Naja, 77 Schaden ist jetzt auch nicht so dolle, oder? So, ein bisschen Vorbereitung. Machen wir nochmal einen auf diesen, falls es nicht funktioniert. Ja, seht ihr, das hat nicht ganz gereicht.
Ja, ein Mythos-Zauber. Oh, verdammt. Jetzt wird's aber echt eng. Okay, super. So, wenn der Zauber jetzt nicht klappt, ne, dann habe ich echt ein Problem, glaube ich. Oh, der hat gepasst. Oh, Gott sei Dank. Sauber. Oh, 64. Stürmischer Hut des Zerstörers. Okay, da fehlt mir dann aber dieser... ich weiß nicht, was das andere da heißen soll. Ich komme damit noch nicht so ganz zurecht hier mit den ganzen Symbolen. Einmal hier um die Ecke und da ist er auch wieder, der Gute. Du hast das Siegel! Es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Kein Problem. Ich habe noch niemanden gesehen, der mächtiger ist als die Tuts. Ich muss hier bleiben und meine Ohren offen halten. Aber du hast mir den Glauben daran zurückgegeben, dass die Tuts besiegbar sind. Vielen Dank. Sehr gern. Los, beeil dich! General Kaba versteckt sich im Schatzraum weiter vorn! Okay. So, ich habe jetzt hier nochmal eine Truhe gesehen. Einen Moment. So. Okay, sprich mit General Kaba. Halle der Meister. Das machen wir auch nochmal ganz kurz und dann beende ich die Folge für heute, meine Lieben. So, da ist er. Du trägst das Siegel des Reißzahns. Sag mir, Zauberer, was ist während meines großen Schlafs geschehen? Keine Ahnung. Du erzählst General Kaba vom Vorhaben der Tuts, über viele Welten zu herrschen. Wenn wir die Tuts nur früher hätten bezwingen können. Ich gestehe, Zauberer, dass ein Seelenverwerter mir meine Stärke nahm, als er meine Münze der Vorsehung stahl. Ich habe versucht, den Orden des Reißzahns ohne sie zu schützen, aber zu meinem Entsetzen schaffte ich es nicht und wir scheiterten. Wenn wir die Tuts dieses Mal besiegen wollen, brauche ich meine Münze der Vorsehung. Bitte hilf mir, meine Stärke zurückzuerlangen, indem du den Seelenverwerter hier in der Nähe vernichtest. Okay, gut, in Ordnung. Machen wir dann aber in der nächsten Folge, meine Lieben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und in der nächsten Folge geht es hier in der Halle der Meister weiter. Vielen Dank und bis bald. Bye, bye.